Und hier an meiner Seite jetzt Felix Sturm. Nach einem grandiosen Comeback im Dezember gegen Timo Rost bereitest du dich, glaube ich, gerade aktuell auf einen neuen Kampf vor, richtig? Ja, ich bin im Training, ich bereite mich vor. Jetzt in den kommenden Tagen soll wohl das neue Datum bekannt gegeben werden. Wird auf jeden Fall irgendwann im Juni, Juli sein. Und ab Montag geht bei mir richtig die Vorbereitung los. Wie läuft die Vorbereitung? Alles nach Plan, verletzungsfrei? Ja, ich hatte ein bisschen Zeit nach dem Kampf, mich zu erholen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, die letzten 3-4 Wochen einmal am Tag trainiert. Bis jetzt läuft alles sehr gut. Und ich freue mich jetzt auf die kommenden 8 Wochen mit Mo. Und da werden wir richtig Gas geben. Ja, wird es einen Titelkampf geben im nächsten Fight oder worauf dürfen wir gespannt sein? Ehrlicherweise kann ich dazu jetzt noch nichts sagen, weil hängt davon ein bisschen ab, ob wir in einer größten Halle boxen dürfen oder eventuell wieder hier. Das hat alles jetzt mit den Corona-Maßnahmen zu tun. Ich würde natürlich gerne um Titel boxen, aber ehrlicherweise würde ich am liebsten direkt um eine Weltmeisterschaft wieder boxen. Ob das möglich ist, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Okay, ich bin aber ein bisschen ungeduldig, wie du siehst, aber wir warten dann noch sehr, sehr gerne drauf und sind ganz gespannt. Ja, du bist jetzt heute Abend hier. Auf welchen Kampf freust du dich eigentlich so am allermeisten? Ja, eigentlich auf alle. Senad Gashi natürlich, Aydin Reiz vor allem, wegen ihm bin ich hier. Er ist bei uns im Gym. Malik hat hier geboxt, Ilias, die haben beide Gott sei Dank gewonnen. Aydin hat heute einen richtigen Prüfstein, er muss sich heute unter Beweis stellen. Aber ich denke, die letzten Wochen und die letzten Kämpfe haben einfach gezeigt, dass er sich sehr, sehr gut entwickelt hat und dass er große Schritte in die richtige Richtung macht. Ja, und Senad Gashi ist ein Junge, der sehr viel Potenzial hat. Er ist klein für ein Schwergewicht, aber sehr, sehr mutig. Er ist ein Boxer, den man nicht unterschätzen darf im Schwergewicht, vor allem weil er jederzeit in die Rechtsauslage wechseln kann, weil er auch zum Teil unorthodox boxen kann. Und natürlich der Titelkampf vom Atem. Atem ist ein Mann, der sehr, sehr viel Perspektive hat, ein Mann, der in sehr naher Zukunft um eine Weltmeisterschaft boxen kann. Und das sind so die drei Kämpfe, worauf ich mich sehr freue. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns jetzt die Hauptkämpfe noch an. Ich wünsche dir eine super gute Vorbereitung, beste Gesundheit und auf einen baldigen Titelkampf. Vielen Dank, Felix Sturm.